Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Hotelkostenaffäre um Bundesbankpräsident Welticke beschäftigt jetzt die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt wegen eines Anfangsverdachts auf Vorteilsnahme. Zugleich prüft der Bundesbankvorstand die Vorwürfe gegen Welticke. Morgen Mittag will das Gremium wieder zusammentreten. Welticke selbst schloss einen Rücktritt nicht mehr aus. Erstmals äußerte der Bundesbankchef Bedauern über den Vorgang. Medienrummel am frühen Nachmittag vor der Bundesbank in Frankfurt am Main. Grund: der Rücktritt Präsident Weltekes könnte bevorstehen. Doch statt einer Bestätigung erneut eine schriftliche Erklärung des 61-Jährigen. Er bedauere zutiefst, ist darin zu lesen, dass im Zusammenhang mit der erwähnten Einladung der Dresdner Bank und seinen ersten Reaktionen auf die öffentlichen Kommentare der Eindruck entstanden sei, er würde den hohen Maßstäben, denen die Bundesbank als unabhängige Institution verpflichtet sei, nicht Rechnung tragen. Genau dies prüfte zeitgleich der Vorstand der Bundesbank, bisher ohne Ergebnis. Welticke hatte mit seiner Familie zur Jahreswende der Euro-Einführung 2001-2002 auf Einladung der Dresdner Bank 4 Tage im Berliner Luxushotel Adlon gewohnt. Obwohl er gestern die Hälfte der Rechnung nachträglich selbst beglichen hatte und für den dienstlichen Teil die Bundesbank aufkam, nahm die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat heute gegen den Bundesbankpräsidenten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit dem Hotelaufenthalt des Bundesbankpräsidenten. Auch gegen Verantwortliche der Dresdner Bank wurden Ermittlungen eingeleitet. Auf eine schnelle politische Entscheidung drängt mittlerweile die Bundesregierung. Von der morgigen Vorstandssitzung der Bundesbank, so ist aus Berlin zu hören, erwarte sie Klarheit über Weltekes Zukunft. Das Gesundheitsministerium hat Ärzten vorgeworfen, die Reformen systematisch auszunutzen. In einem Schwarzbuch sind Fälle aufgelistet, in denen Patienten unnötige Zahlungen leisten mussten oder zu Privatabrechnungen gedrängt wurden. Der Bericht spricht von Dreistigkeit und krimineller Energie, mit denen das Ziel der Kostendämpfung unterlaufen werde. Die Ärzteverbände reagierten empört. Es handele sich um einzelne schwarze Schafe. Im Schwarzbuch Gesundheitsreform sind die Ärzte die Schuldigen. Die Staatssekretärin vermutet in einigen Fällen sogar illegale Machenschaften auf dem Rücken der Patienten. Praxisgebühr kassiert, obwohl nicht fällig, Patienten nur gegen Bezahlung behandelt. Auf 70 Seiten hat das Ministerium solche Aufreger dokumentiert. Ich glaube, dass es eine Mischung ist aus Desinformation und teilweise natürlich auch gezielte Verunsicherung der Patientinnen und Patienten. Und deswegen müssen diese Fälle alle abgestellt werden. Für uns ist der entscheidende Punkt, dass es nicht zulasten der Patientinnen und Patienten sein darf. Beispiel Notfallversorgung. Mancherorts werden 10 Euro Praxisgebühr vor der Behandlung verlangt. Bei Frauenärzten wird die Unterscheidung von kostenfreier Vorsorge und kostenpflichtiger Behandlung schwer. Und viele Kieferorthopäden behandeln ihre Patienten bevorzugt, wenn sie ihnen eine Rechnung stellen dürfen. Oft aber ist die höher als das, was die Kasse erstattet. Einzelfälle, die kein Schwarzbuch rechtfertigen, sagen die Ärztevertreter. Ich sehe vor allem Gesprächsbedarf. Ich kann die Ministerin nur auffordern, dieses Schwarzbuch einzuziehen und sich davon zu distanzieren. Das ist kein Umgang, wie man mit Vertragspartnern, auch mit Partnern der gemeinsamen Selbstverwaltung, umgeht. Unterdessen rechnet das Ministerium mit neuen Schwierigkeiten in den Apotheken. Ende April werden für bestimmte Wirkstoffgruppen Festpreise bestimmt. Die Kasse erstattet dann teurere Medikamente nicht mehr. Die Pharmaindustrie protestiert gegen die Regelung, die auch auf neue, patentgeschützte Medikamente ausgeweitet werden soll. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im März nur leicht gebessert. Der Frühjahrsaufschwung fiel schwächer aus als erhofft. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 4.547.500 Erwerbslose gemeldet, 93.600 weniger als im Februar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 62.200. Die Arbeitslosenquote sank auf 10,9%. Das Frühjahr ist da, aber der Dauerfrost am Arbeitsmarkt verschwindet nicht. Laut der Nürnberger Bundesagentur war die Konjunktur auch im März zu schwach, um den Arbeitsmarkt anzuschieben. Und wieder Zahlenkonfusion. So ist die Arbeitslosenquote gefallen, minus 0,2%, aber die Zahl der Arbeitssuchenden gestiegen, plus 44.000, rechnet man die Saisoneinflüsse heraus.
Außerdem, so die Berliner Opposition, es handelt sich doch hier jetzt lediglich um statistische Tricksereien. Nachdem man im letzten Jahr die Älteren rausgenommen hat aus der Statistik, geht es jetzt um alle, die in Ausbildungsmaßnahmen sind und so weiter, die zum 1. Januar rausgenommen worden sind. Dabei ist die Lage am Ausbildungsmarkt deutlich angespannter als vor einem Jahr. Weniger Ausbildungsplätze, mehr Lehrstellensuchende. Die Regierung holt sich mit der geplanten Ausbildungsplatzabgabe auch beim Chef der Bundesagentur eine Absage. Volkswirtschaftlich ist das abhängig von der gesamten konjunkturellen Entwicklung. Und da hilft die Ausbildungsplatzabgabe scheinbar nicht in dem Maße. Für uns würde sie auch bedeuten, großer bürokratischer Aufwand. Und noch immer Wolken am Konjunkturhorizont. Doch die Bundesregierung sieht schon ein Ende der Konsumverweigerung. Und dass wir dann im Spätsommer dann doch günstigere Arbeitsmarktzahlen werden erwarten können. Und das ist eine günstige Sache, das ist eine schöne Hoffnung im Vortage des Geburtstags des Kanzlers. Wirklich weniger Arbeitslose? Damit rechnen die meisten Konjunkturforscher allerdings erst zu Schröders übernächsten Geburtstag, 2005. Eine wesentliche Belastung für den Aufschwung sieht der Berater der Bundesregierung von Donani im Aufbau Ost. Es gehe um eine nationale Frage, sagte er der Zeitung Die Welt. Die alten Bundesländer könnten ausbluten, wenn die Wunde Ost nicht geschlossen werde. Die SPD warnte vor Schnellschüssen. Die FDP forderte den Rücktritt des zuständigen Ministers Stolpe. Ins Zentrum der Diskussion ist die Auseinandersetzung um Sonderwirtschaftszonen gerückt. Da stand sie, die Mauer. Links West, rechts Ost. Dort im Osten ist die Arbeitslosenquote mehr als doppelt so hoch, 19,2%. Immer noch, auch deshalb steht die Ostförderung nun auf dem Prüfstand auf beiden Seiten. Wir müssen uns noch mehr als bisher konzentrieren. Es gibt ja Erfolgsmodelle in Ostdeutschland, zum Beispiel in Sachsen, die Automobilindustrie oder die Chipindustrie. Und das sollte uns als Vorbild dienen für den weiteren Weg. Also die Fördermittel auf Wachstumskerne konzentrieren. Das ist umstritten. Die übrigen Regionen befürchten, wirtschaftlich abgehängt zu werden. Ein von der Regierung einberufener Expertenkreis schlägt deshalb gleich eine komplette Sonderwirtschaftszone Ost vor. Sympathien dafür bei der FDP und sogar von einer rot-roten Landesregierung. Das kann für steuerliche Regelungen gelten, das kann für Aufträge gelten. Das kann für Umwelt und andere Maßnahmen gelten, um deutlich zu machen, wir wollen hier schneller Wertschöpfung und Beschäftigung, damit es zu einem eigenständigen Wirtschaftsleben im Osten kommt. Im zuständigen Ministerium ist man da aber skeptisch. Es gab ja schon vor vielen Jahren diese Diskussion um die Sonderwirtschaftszonen, aber es gibt auch eine ganze Menge Bedenken dazu. EU-rechtliche Bedenken, auch Bedenken der einzelnen Ministerien. Über so einen Vorschlag muss man reden. Wie künftig gefördert wird, ist offen. Klar nur, es wird weiter eine Menge Geld von West nach Ost fließen. Fakt ist eins, dass wir zwischen 80 und 90 Milliarden Finanztransfer jedes Jahr haben und die Gefahr besteht, dass das weiter wächst. Das fehlt natürlich am Einsatz des Vermögens in den alten Bundesländern. Aufbau Ost, ein gesamtdeutsches Problem. Suche nun nach Lösungen rechts und links der früheren Mauer. Um mehr Jugendliche in Lehrstellen zu bringen, setzt die Unionsfraktion auf eine einfachere Ausbildungsordnung. In ihrem Entwurf tritt sie unter anderem für eine zweijährige Lehrzeit ein. Nötig seien auch Ausbildungen in Stufen, damit Abbrecher einen Abschluss bekämen. Außerdem sollten Betriebe die Vergütung um ein Drittel kürzen können. Aus Sicht der Grünen ist das Lohndumping. Für die IG Metall ist es skandalös. Die Entscheidung, ob der als Terrorhelfer verurteilte Marokkaner Motassadek bis zu einem neuen Prozess aus der Untersuchungshaft freikommt, ist erneut verschoben worden. Nach eigenen Angaben will das Hamburger Oberlandesgericht voraussichtlich morgen darüber befinden. Der Prozess gegen Motassadek wegen der Flugzeuganschläge vom 11. September muss neu aufgerollt werden, weil laut Bundesgerichtshof eine möglicherweise entlastende Zeugenaussage unter Verschluss gehalten wurde. Im Irak weitet sich der Aufstand der Anhänger von Schiitenführer al-Sadr aus. Ein Sprecher des Religionsführers drohte unterdessen, wenn al-Sadr festgenommen würde, stünden tausende Märtyrer bereit. Während die US-Armee in Fallujah weiter gegen sunnitische Aufständische vorgeht, fordern die Kämpfe zwischen den Schiiten und Besatzungssoldaten im Gebiet zwischen Basra und Bagdad immer mehr Tote und Verletzte. Bagdad, Schiitenvorort Shu'ala. Bei Auseinandersetzungen mit Aufständischen wurden in dem armen Viertel drei amerikanische Soldaten getötet. Über irakische Opfer gibt es derzeit keine Informationen.
Kut im Südosten des Irak an der iranischen Grenze. Bei schweren Gefechten mit Anhängern des radikalen Schiitenpredigers Asadr wurde ein ukrainischer Soldat getötet, 5 wurden verletzt. In der vor allem von osteuropäischen Koalitionstruppen gesicherten Region war es bislang sehr ruhig gewesen. In Nadschaf, wohin Asadr sich mittlerweile zurückgezogen hat, sagte ein Sprecher, dieser Widerstand ist nicht mehr zu stoppen, wir werden weitermachen, bis die Amerikaner uns genau begründen, warum sie gegen uns vorgegangen sind. Wenn nicht, geht unser Widerstand weiter, nicht nur in Bagdad und im Süden, sondern auch im Norden, im ganzen Land. Mäßigt euch, haltet die Grenzen ein, bewahrt die Ruhe, haltet euch von Unruhestiftern fern. Das fordern wir so eindringlich, damit unser Land endlich zurückfindet zum Frieden. Trotz dieses Appells gingen die Kämpfe auch in der Sunnitenhochburg Falludscha weiter, die von Amerikanern derzeit völlig gesperrt ist. US-Marineinfanteristen lieferten sich Gefechte mit Aufständischen. Ein Soldat verbrannte in seinem Auto, berichtete ein Augenzeuge. Die radikale Anhängerschaft Asadres wächst von Tag zu Tag. Bald könnte eine kritische Masse erreicht sein, die eine blutige Eskalation wahrscheinlich macht. Wegen der angespannten Lage im Südirak will das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen die Rückführung von irakischen Flüchtlingen in ihre Heimat vorerst stoppen. Ein Sprecher des Hilfswerks sagte in Genf, dass sich die Fahrer der Transporte in der Gegend von Basra weigerten, weitere Touren zu unternehmen. Konvois des Hilfswerks haben bislang etwa 10.000 geflohene Iraker nach Basra zurückgebracht. Das litauische Parlament hat heute mit großer Mehrheit Staatspräsident Paksas abgesetzt. Die Abgeordneten in Vilnius beschuldigten ihn des Amtsmissbrauchs und Verfassungsbruchs. Er soll unter anderem Staatsgeheimnisse preisgegeben haben. Der Politiker hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert und von politisch motivierter Rache gesprochen. Innerhalb von 60 Tagen muss jetzt ein neuer Präsident gewählt werden. Es ist das erste Amtsenthebungsverfahren in der Geschichte der Baltischen Republik. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die private Altersvorsorge Vorrang vor dem Unterhalt für pflegebedürftige Eltern hat. Wenn das Sozialamt die Pflegekosten übernimmt und von den erwachsenen Kindern zurückverlangt, muss ein entsprechender Freibetrag berücksichtigt werden. Die Karlsruher Richter setzten ihn mit 5% des Bruttoeinkommens an. Sonst bestehe die Gefahr, dass auch diese Generation später Unterhalt von ihren Kindern brauche, weil die gesetzliche Rente nicht ausreiche. Mehr als 400 Landwirte haben in Mülheim an der Ruhr gegen die ihrer Meinung nach zu niedrigen Milchpreise protestiert. Vor der Zentrale des Tengelmann-Konzerns beklagten sie, dass Lebensmittelketten nicht mehr als 27 Cent je Liter zahlten. Die Produktionskosten lägen bei 32 Cent. In Berlin rief Bundesagrarministerin Künast die Verbraucher auf, nicht grundsätzlich die billigsten Milchprodukte zu kaufen. Die Züge der Bahn sind einer neuen Studie zufolge pünktlicher geworden. Der Verkehrsclub Deutschland und der Stern legten heute ihren Bahntest vor. Danach hatten rund 91% der Züge weniger als 5 Minuten Verspätung. Allerdings werde jeder dritte Kunde am Schalter nicht optimal beraten. Hier hätten Reisende, wären sie Empfehlungen gefolgt, im Schnitt 15 Euro mehr zahlen und deutlich länger im Zug sitzen müssen als nötig. Kurz vor Ostern haben heute früh Schneefälle in den höheren Lagen Deutschlands für zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bei Feldberg im Schwarzwald blieben auf der Bundesstraße 317 zahlreiche Lkw stecken. Die Polizei rät allen Autofahrern, nicht zu früh auf Sommerreifen umzusteigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. April. Das Tief über Norddeutschland zieht ganz allmählich nach Osten und wird dabei schwächer. Gleichzeitig zieht ein Tief von Italien über die Alpen nach Polen. An der Westseite der beiden Tiefdruckgebiete strömt nach wie vor kalte Luft nach Deutschland. An der Wetterlage ändert sich also nichts, es bleibt bei dem klassischen Aprilwetter. In der Nacht lassen die Schauer nach, gebietsweise klart es auf, nur in Schleswig-Holstein dauern die Regen- und Graupelschauer an. Morgen ziehen neue Wolken in den Westen, am Nachmittag Regen und Graupel, teilweise auch Gewitter. Oberhalb von 500 Metern schneit es, zwischendurch lässt sich die Sonne blicken. Im Osten schwacher Wind aus Süd, an der Nordsee mäßiger Wind, dort wo Regenschauer fallen starker Wind, im Bergland Sturmböen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen minus 1 und 4 Grad, morgen ähnliche Temperaturen wie heute, 5 Grad im Allgäu, am Rhein 10 Grad. Am Gründonnerstag insgesamt weniger Schauer und etwas mehr Sonne als in den Vortagen. Dieser Trend setzt sich am Karfreitag fort bei 6 bis 12 Grad. Am Samstag dann schon wieder mehr Wolken, mit 6 bis 11 Grad bleibt es kühl.